Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil World of Warships. Heute wieder mit einer Seite der Plüschküken. Morgen. Wollen wir sagen, der Plüschküken oder das Plüschküken? Daddy, das, wer wie. Ja, kennst halt ja, ne? Wer wie weiß, wieso und warum, ne? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Genau. ja, wir spielen heute die North Carolina auf dem Weg zu Iowa, Tier 9, amerikanischen Schlachtschiffe. Sieht schon ganz gut aus. Ich habe schon 106.000 Erfahrungspunkte. 170, glaube ich, brauche ich oder so. Gucken wir nochmal gerade. Amis. Ja, 175.000 brauche ich. Sprich, ich brauche noch 68.277 Erfahrungspunkte. Oh, das sollte relativ zügig gehen. Ich habe leider. Ich spiele sehr gute Runden immer mit der Norca. Also was Damage angeht. Aber Winrate sind nur 25%. Irgendwie klappt das noch nicht so richtig. Naja. Was spielst du? Mogami. Die Mogami. Der Achter, der Japaner. Japanischer Kreuzer Stufe 8, genau. Mir fehlen dann noch 58.000 zur Ibuki. Ibuki. Gute alte Ibuki, sieht man auch häufig. So, ja. Genau, dann möchte ich erst nochmal jetzt hier auf dem Weg auch nochmal herzlich willkommen an alle Neuen bei uns im Clan. Es wächst und wächst. Ihr seid natürlich auch, die noch einen Clan suchen, herzlich eingeladen. Captain Germany. Mittlerweile sind wir jetzt dann doch 16 Spieler. Davon auch relativ aktiv. Also macht Spaß, interessant. Und wenn ihr noch einen Clan sucht, hier ist einer. Kommt zu uns. Ist denn. So, und wir würden jetzt einfach mal sagen, wir starten in die Runde, wa? Ich hatte jetzt, ich hatte gestern noch Optimus Prime hier Adrenalinrausch geskillt auf meiner North Carolina. Ja. Bei Tarnungsmeister hatte ich schon, aber ich hatte noch keinen Adrenalinrausch. Da kann ich natürlich noch mal ein bisschen schneller schießen dann. Ja, ich merke es. Ja. Die laufen. Die Aufnahme hätte ich direkt gestartet. Aber ihr habt noch nicht viel verpasst, meine Freunde. Ihr habt noch nicht viel verpasst. So, jetzt müssen wir uns irgendwie um den Monarch kümmern. Oh ja, ich bin getroffen. 23.000 Schaden. Bin auch gut gefressen. Die Baltimore. Und die Leander darf. Die Leander darf jetzt auffressen und dann kümmern wir uns jetzt um die Monarch. Bin auch schon wieder sportlich nach vorne gefahren. Ach du Scheiße! Was denn? Die Bli. Ja, schlag mich tot. Piskavica. Ja, ja, genau. Genau die. Sechseinhalb auf die Monarch. Na, Bismarck. Ich weiß, ich stehe hier ziemlich blöd. Weil du jetzt schon wieder mit deinem verkackten Sekundär ballern kannst. Und mich dadurch direkt zweimal in Brand setzt. Anscheinend schießt die aber keine Torps, oder der Idee. Was macht der Flugzeugträger hier? Keine Ahnung. Und schon wieder zweimal. Ich
Dreimal brenne ich jetzt. Sehr schön. Alter, tickt die, zickt das Leben runter. Dass man nicht mehr als dreimal brennen kann, aber... Du kannst viermal brennen, Maximum. Ja. Sofern du den Skill gesetzt hast, dann kannst du nur dreimal brennen. Problem ist, ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Nein, überlebe ich nicht. Ich. Nein, bin jetzt tot. Ein Brand, oh, ein Brand noch. 2 Sekunden. Kann mich aber erst in 30 Sekunden heilen. Dann fahr weg. Ich bin unsichtbar, ich bleib hier einfach stehen. Unsichtbar. Flugzeugträger ist auch nicht auf dem Weg zu mir. Das war knapp. Waren ja alle rückwärts vom Gegner. Weiß ich nicht. Die Bismarck habe ich auf jeden Fall gut runtergeschossen. Ja, die brennt von mir noch. Oh, jetzt kann ich mir jetzt mal heilen. Wenn ich 10.000 Leben habe, fahre ich los. Oh ja, gut. Bismarck und das ist tot. Aber warum hat der DD keine Torpedos geschossen? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. So, in einer Minute kann ich mich wieder heilen. Ich fahre jetzt aber los. Dann bin ich wieder Half-Life. Minute. So, Baltimore. Scheiße. Das ist ein blinder Schuss. Boom. Zitadelle auf die Baltimore, ohne dass ich sie gesehen habe. Sehr schön. Aber wenn die Stur weiterfahren, dann ist das so. Ja, aber du hast ja dann meistens immer eine größere Streuung dann, ne? Hatte ich nicht. Da ist er. Na, wie willst du fahren, Baltimore? Warte ab. Ja, dreht jetzt ein. So, kriegst du nochmal eine Zitadelle. Oh, da ist eine Bayern. Oh, mein Lieblingsgegner. Ah, nur 2000. So, ich habe wieder Half-Life gleich. Die Heilung durchgelaufen ist. Gut, dass du Heilung hast, ich nicht. Wie hast du denn noch überleben? Oh, du hast auch gut Half-Life. Oh, jetzt könnte ich mich sogar gleich nochmal wieder heilen. Dann habe ich schon ziemlich zu 3/4 wieder voll. Und Brände kann ich ja fast auch komplett hoch. Brände kannst du komplett hoch heilen. Da, die Baltimore. Brauchst du mir noch schießen? Hab's aber getroffen. So, dann nehme ich. Ah. Ach, schade. Kein Kill. So, nächster ist der Bayern und Richtung Base fahren. Immer Glück gehabt, noch 1000 Leben. Und dann habe ich wieder 30.000. Mögliche Gegner wäre rechts neben dir. Ja, oder direkt vor mir jetzt die Bayern. Ja, zeig mir mein Ortungssystem an. Bismarck ist 17 Kilometer über. Okay, da muss aber irgendwas Kleineres noch umeiern. Bam, 7000 auf die Bismarck. Auch da könnte die Bismarck sein. Ja. Achso, du bist ja weiter hinten, logischerweise. Ja, kann sein. Ah, Leander. Leander ist auch noch da.
Bismarck schießt überhaupt nicht. Zumindest schießt er nicht auf mich. Nee, die schießt auf die Derwentshire. Also, ach ja, die ist in der Base. Nee, jetzt wird sie wahrscheinlich auf mich zielen. Muss ich, weil sonst ist ja keiner mehr hier. Bei dir. Das ist ja aber schöne da hinten. Oh. Mann, ey. Wieder kein Kill. Dann ist der Flugzeugträger. Das könnten wir ja mal, wenn es gut läuft, eventuell unter Umständen gewinnen. Jetzt kommt er. Jetzt wirft der Torpedos ab von der ganz hoch. Die wir noch nie schaffen. Das Snipen, also mit Raketenwetter snipen. Ja, die Leander steht auch noch schön lustig fröhlich hinter der Insel. Bei uns verteidigt natürlich auch keiner den Cap, ne? Du und die Dallas rein. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Weil da eine Fuße auf dich schießt. Die mich aber nicht trifft. Die hat auf die Dallas geschossen. Ja. Der Flugzeug, die Flugzeugträger sind natürlich jetzt auch alle hier am Start, ne? Weiß. Kann jetzt auch nicht mehr heilen. Uso schießt nicht auf mich, die Leander schießt auf mich. Uso schießt auf mich. Komm, Leander nehme ich jetzt. Nehme ich raus. Ah, Zitadelle habe ich hier gedrückt. Unterstützer. Ich lade jetzt auch innerhalb von 13 Sekunden, glaube ich, schon fast nach. Leander bleibt noch genau da stehen. Los, Leander, schieß nochmal auf mich. Fährt rückwärts. Und versuchen. Getroffen. Jetzt kann aber keiner mehr auf mich schießen. Ich sehe wieder so dicht hinter der Insel. Außer der Flugzeugträger, logischerweise. Scheiße. Oh, jetzt Vollgas. Ne, einfach. Bitte kein Wassereinbruch. Uha. Ah, jetzt greifen mir natürlich so viele Flugzeugträger hier an, ne? Ah. Bin gleich tot. Ich hab noch 100 Leben. Was ist Diffuso? Den noch einmal drücken. Im Moment ziehe ich das auf mich. Ileana nimmt mich jetzt raus. Boah, 144.000 Schaden habe ich gemacht. Krass.
Du, ohne Witz, ne? Die Bismarck, die bei uns in der Base steht. Die fährt raus. Ja. Bleib drinnen, man. Er ist rausgefahren. Ich bin tot. Hab ich doch. Der Herr ist rausgefahren. Der gelöscht oder was? Bismarck fährt aber auch rausgefahren. Bismarck unseren CV platt machen will. Ja. Gut, das wird unsere Mehrheit wohl auch wollen. Ja, jetzt fährt sie wieder rein. Da fährt der auch noch. Fährt er denn noch entgegen, ey? Das hat unser CV nicht da an der Insel verloren. Ja. Warum steht der nicht eine Insel weiter hinten, quer dahinter, dass er da. Oh. Was der andere CV macht, ist genau richtig. Ja, der umkreist, ne? Ja, ja. Ja. Ach, der geht jetzt in den Nahkampf. Ja, die Runde werden wir wohl auch verlieren, ne? Wenn nix. Wieder nix. Ich hab eigentlich gedacht. 62.000 habe ich. Ja, 145.000 habe ich. Schade. Ich habe eigentlich kurzzeitig gedacht, dass wir das gewinnen. Ja, 3 Minuten noch. Könnte schwer werden. Ja. Unsere Bayern hat ohne Witz noch full life. Wo war die denn die ganze Zeit? Eben, ja. Hat uns einmal die ganzen Blitze geklaut auf der Seite. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ach, ey. Na gut. Meine Freunde, wir können leider nicht immer gewinnen. War aber doch eine gute Runde. Viel Schaden gemacht, aber... Am Ende hat es leider nicht gereicht. Ich würde mal fast behaupten, wir hätten es geschafft, wäre unser DD da nicht rausgefahren, weil es waren glaube ich noch 20 Sekunden oder so. Gut, er wird wieder zurückgesetzt, wenn er getroffen wird, aber die Chance wäre da gewesen. So, jetzt leider nichts. Das brauchen wir uns nicht bis zum Ende angucken, weil das wird nichts. Gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.